Herzlich willkommen zu Beyond the Stars. Ein Format, in dem wir euch Filme und Personen der Filmindustrie vorstellen möchten, die neben den großen Stars aus Hollywood nicht immer die Beachtung erfahren, die sie unserer Meinung nach verdienen. Ich bin Larissa. Und ich bin Steven. In dieser Folge sprechen wir über die britisch-französische Filmsatire The Death of Stalin und über deren preisgekrönte deutsche Synchronisation. Anhand dieses Beispiels schauen wir, wie Synchronarbeit heute funktioniert und wo, wann und wie dieser Zweig der Filmproduktion überhaupt entstanden ist. Was passiert, wenn der Diktator plötzlich und unerwartet stirbt? Wie erklärt man das dem Volk? Wer plant die Trauerfeier? Und vor allem, wer übernimmt die Macht? Als der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, Josef Stalin, bewusstlos auf seinem Teppich liegt, sehen sich Chruschtschow, Malenkow, Beria, Molotow und Schukow mit genau diesen Fragen konfrontiert. Während Stalin noch atmet, beginnt schon das große Tauziehen. Die fünf verstricken sich in einem Netz aus Erpressungen, Intrigen, Manipulationen und offenen Drohungen, in dem sie sich mehr oder weniger geschickt bewegen. The Death of Stalin basiert auf dem gleichnamigen Graphic Novel von Fabien Nouri und Thierry Robin. Die Handlung orientiert sich freier an den historischen Ereignissen, gibt diese also nicht genau wieder. In Russland ist der Film seit 2018 verboten. Wie die russische Tageszeitung Vedomosti im Februar 2018 schrieb, habe genau dieses Verbot zu einer großen Bekanntheit des Films in Russland gesorgt. The Death of Stalin erhielt mehrere Auszeichnungen und Preise. Unter anderem den Europäischen Filmpreis in der Kategorie Beste Komödie und den Deutschen Synchronpreis 2019 in der gleichnamigen Kategorie. Als Synchronisation, Synchronisierung oder Dubbing bezeichnet man das nachträgliche Ersetzen des Originaltons mit einer exakt an das Bild angepassten neuen Tonspur. Diese Technik wird angewendet, um beispielsweise fehlerhafte Originalspuren zu verbessern oder einen Film in eine andere Sprache zu übersetzen. In Deutschland werden fast alle ausländischen Filme synchronisiert. In anderen Ländern werden Filme häufig mit Untertiteln versehen oder ein monotones, dokumentationsähnliches Voice-Over über den eigentlichen Ton gelegt. Die erste Synchronisation der Filmgeschichte entstand 1929. Im Laufe der Produktion von Hitchcocks Erpressung entschied man sich, aus dem Stummfilm den ersten englischen Tonfilm zu machen. Da das Englisch der tschechischen Schauspielerin Annie Ondra dafür nicht ausreichte, wurde sie von der britischen Schauspielerin John Barry live synchronisiert. Ondra spielte und bewegte ihre Lippen, während Barry hinter der Kamera stand und den Text sprach. Eine nachträgliche Synchronisation war damals noch nicht möglich. Und so wurden die Filme häufig in verschiedenen Besetzungen auf verschiedenen Sprachen Szene für Szene gedreht oder die SchauspielerInnen lernten den Text passagenweise in verschiedenen Sprachen auswendig. Häufig wurden Filme aber auch in unabhängigen Versionen von Grund auf neu produziert. Die weitere Entwicklung der Technik machte Nachsynchronisierung bald möglich. Doch teilten sich in den Anfängen Dialoge, Hintergrundgeräusche und Musik noch die einzig mögliche Tonspur. Wer einen Film übersetzen wollte, musste also alle Hintergrundgeräusche nachstellen und einspielen. Das änderte sich, als mehrspurige Aufnahmen möglich wurden. Seit den 90ern werden Synchronisationen digital aufgenommen. Und damit wären wir auch bei dem Verfahren, was bei heutigen Synchronisationen angewendet wird. Doch wie entstehen eigentlich solche Synchronisationen? Zunächst wird der Film von den RohübersetzerInnen sinngemäß übersetzt, Wortspiele und Redewendungen abgeändert, Anspielungen angepasst und die DialogeInnen auf Zeit, Milieu und Slang passende Worte übersetzt. Dann legen DialogbuchautorInnen die Textpassagen aus der Rohübersetzung so als Dialog an, dass sie mit der Länge der Sprechphasen, der Lippenbewegung und der Mimik der im Film zu sehenden Person übereinstimmen. Dann werden die Textpassagen in kurze Sprechphasen unterteilt und mit einer Anmerkung versehen, ob die sprechende Person in dem Moment im Bild ist oder nicht. Nach dem Erstellen des Dialogbuchs werden die Takes vorbereitet. Kurze Videoclips von 3 bis 10 Sekunden, die im Studio vor jeder Sprechphase immer wieder abgespielt werden können. Heutzutage sind die Sprechenden aus Kostengründen gewöhnlich einzeln im Studio. Bei einer Aufnahme im Atelier mit dabei sind neben dem Sprechenden Ateliercutterin, Tonmeisterin und Synchronregisseurin. Als Schutzmaßnahme vor Schwarzkopien kennen die Sprechenden den Text bis zur Aufnahme normalerweise nicht. Die Textpassagen werden vor der jeweiligen Aufnahme gelesen und ins Kurzzeitgedächtnis aufgenommen. Dialogsequenz für Dialogsequenz werden dann die Szenen orientiert an den Takes aufgenommen. Dabei müssen die Sprechenden nicht nur die gespielten Emotionen nachstellen, sondern auch gleichzeitig auf die Mimik der im Film zu Sehenden achten, um Einatmen, Atempausen und Mundschluss möglichst exakt genau nachzuahmen.
Während der Aufnahme ist es Aufgabe der Atelier-CutterInnen, genau darauf zu achten, ob die Aufnahmen lippensynchron sind oder sich dazu bearbeiten lassen. TonmeisterInnen achten auf Versprecher, saubere Aussprache und sauber ausgepegelten Ton. Im anschließenden Synchronschnitt werden die aufgenommenen Sequenzen final bearbeitet und lippengenau aufs Bild geschnitten. Abschließend wird eine Audioversion gemischt, in der die neue Sprache mit den Hintergrundgeräuschen des Films verbunden wird. Dafür schicken die Filmstudios die sogenannte IT an die Synchronstudios, welche Tonelemente wie beispielsweise Musik, Soundeffekte oder Hintergrundgeräusche enthält. Aus diesem Baukasten entsteht dann die neusprachige Adaption des Originalfilms. Natürlich laufen diese Schritte nicht linear, sondern parallel ab. So können Probleme oder Fehler noch im Prozess erkannt werden und ohne großen Aufwand geändert werden. Den deutschen Synchronpreis erhielt The Death of Stalin nicht nur, aber auch wegen seiner guten Besetzung. Die Stimmen der Sprechenden gleichen denen der Schauspielenden und passen so besonders gut zu deren Erscheinung. Mehrere der gecasteten Synchronsprechenden arbeiten als Feststimmen für die im Film zu Sehenden, wie beispielsweise Santiago Ziesma für Steve Buscemi hier in der Rolle des Nikita Chruschtschow. Auch die Übersetzung der Witze und Wortspiele ist in The Death of Stalin gelungen. Und so kommt der für diesen Film wirklich wichtige schwarze Humor auch bei den Zuschauenden an. Nicht zuletzt liegen die Dialoge lippensynchron auf dem Bild, sodass wir beim Zuschauen teilweise vergessen haben, dass wir gar nicht in Originalsprache schauen, obwohl wir für diesen Film speziell darauf achten wollten. Zu sehen gibt's The Death of Stalin auf Prime Video, Apple TV, Maxdome, Google Play und Sky. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like. Wen würdet ihr gerne in unserem Format sehen? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.